Ja, schönen guten Morgen. Ich sitze hier noch im Leaf 2 und ich muss den heute zurückbringen und tauschen gegen einen Ioniq. Und ich habe gedacht, ich nehme euch mal mit zu einer Übergabe bei Next Move in Bernhausen bei Stuttgart. Über den Leaf gibt's wenig Videos, nämlich nur ein einziges. Und deshalb zeige ich euch hier mal über meine 385 gefahrenen Kilometer. Das waren 14,6 Kilowattstunden. Jetzt hier so im 10 Grad so rum. Nicht Winter, nicht Sommer. Ganz guter Wert, ne? Aber jetzt geht's mal ab nach Bernhausen. Ist gar nicht so weit. 33 Kilometer von mir aus. Leider jetzt heute wieder mit Stau. 51 Minuten. Ups. Ja, wir sind kurz vor dem Flughafen. Und da geht's dann endlich rechts ab. Hinter dem Flughafen vorbei nach Bernhausen. Trotzdem weiterhin hier sehr schlechte Verkehrsbedingungen. Und wir kommen pünktlich um 8 Uhr an vielleicht. Mit dem Flugzeug wären wir natürlich schneller, da auf die andere Seite müssen wir rüber. Und hier ist unsere Ausfahrt. Wenigstens mal so weit haben wir es geschafft. Und jetzt geht's unterm Flughafen durch. Naja, unter der Landebahn vermutlich mal. Luftfrachtzentrum immer geradeaus, dann kann man es nicht verfehlen. Und hier seht ihr jetzt den Stuttgarter Flughafen in voller Größe. So, und hier nicht beirren lassen. Manche Navis meinen, man soll rechts fahren. Nein, wir fahren geradeaus direkt. Das ist viel kürzer. Seht ihr da, das ist ein Umweg, wenn ich da nach rechts fahre. Ich fahre hier geradeaus rüber. Und dann kann ich ja nach Soro dahin fahren. Genau, doch viel einfacher. Sieht schon sehr nach Autohäusern aus. Und da drüben ist das Schild. Da seht ihr es. Next Move in Bernhausen bei Stuttgart. Ja, heute ist sogar einiges an Autos da, wie ihr seht hier. Große Auswahl bis hin zu den Teslas. Und da drin steht irgendwo, glaube ich, das Auto, was ich jetzt übernehmen muss. Mal gucken, wo der Micha ist. Der hat da hinten normalerweise sein Büro. Ups, was steht da? Da haben wir noch mehr. Ah, wer kommt denn da? Das ist der Micha. Hallo, morgen. Hi. Alles klar hier? Ja, servus. Ja, super. Ist das das Auto, was ich mitnehmen soll? Das ist es, ja. Voll geladen für dich. Wunderbar. Hast du hier gerade ganz schön was stehen? Ein bisschen was ist reingekommen letzte Woche, ja. Schöne Auswahl, aber das da nicht, ne? Der hier nicht, nein, das ist ja ein Verbrenner. Ist der neue EQA? Nein, noch nicht. Noch nicht ganz. Noch nicht, genau. Aber der wäre doch was, habe ich mir überlegt, wenn der als Vollstromer ja, ne? dastehen würde. Soll eigentlich kommen, sowas hier, ne? Ja. Das wäre noch was. Ihr seid natürlich immer vorne dran. Als erstes muss man immer das alte Auto zurückgeben. Und da ist das Wichtigste, alle Sachen mitnehmen, die man drin liegen hat noch. Und erstmal gucken, ob alles in Ordnung ist, sowieso. Ihr guckt, ich habe da 1000 Sachen hier noch drin, die muss ich alle mitnehmen. Natürlich kriegt er den Schlüssel zurück und mal gucken, was ich gefahren bin. Vielen Dank. Kilometerstand ist bei jedem Auto woanders, ne? Muss man immer suchen, wo der Kilometerstand ist. Ich hab's lang gesucht, aber letztendlich habe ich es doch gefunden. Ja, ne? Tripplaner umschalten. Richtig. Und dann finden wir es beim Leaf 2 zumindest. Vorbildlich geladen, bis ich hierher komme. Ich bin immer irgendwie bei... 3/4. Ja, 84% habe ich noch. 30 Kilometer. Laden wir erstmal alles um, was ich hier noch überall so drin liegen habe. So, und alles wieder ins Auto verstauen. Und jetzt heißt es natürlich hier bei beiden Autos gucken, ob irgendwelche Schäden aufgetreten sind. Bei dir sieht es immer gut aus. Ja, muss man eigentlich die Autos gereinigt zurückbringen oder nicht? Nein, in der Regel nicht. Nee, aber geladen. Also das halbe Feld sollte nicht im Wagen drin sein. Aber so, wenn er so einen normalen Schmutzgrad hat, kein Problem. Vollgeladen auch nicht. Wir muten den Kunden jetzt nicht zu, dass die Vorabgabe noch eine Stunde an der Ladesäule stehen. Also die können immer fast leer zurückgeben und hier einrollen in den Hof. Jetzt haben wir die Go-E-Charger gut verbaut und haben genug hier Lademöglichkeiten. Sehr schön. Jetzt kriege ich hier natürlich den neuen Schlüssel und jetzt muss ich alles unterschreiben. Einmal die Rückgabe von dem einen Auto und dann die Übernahme von dem anderen Auto. Also der Leaf geht hier zurück. Wo muss ich unterschreiben? So, du darfst hier unterschreiben bei Rückgabe. Der obere Teil ist immer die Übergabe erst. So. Wunderbar. Kilometer werden vermerkt und was nicht alles. Und ja, dann und kriegt Zustand, man, ja.
Da muss man übrigens immer drauf gucken, dass man nicht so viel Überkilometer hat, sonst wird es teurer. Genau, und hier haben wir die Übergabe von dem Ioniq. Alles in Ordnung, alles klar. Alles gut, genau. Winterreifen hat er schon drauf. Wunderbar. Merci. So. Kriegt man nachher alle die Durchschläge natürlich mit, ist klar. Digital ist das leider noch nicht. Kommt bald. Ah. Die Kollegen haben es schon überall. Da wird es dann mit dem Tablet übergeben. Bei mir hat es noch ein bisschen gedauert. Okay, danke schön. Das nehme ich mit. Müssen wir natürlich noch mal rundum gucken, ob alles in Ordnung ist hier bei dem schönen Auto. Schön beklebt hier. Pharma Werbung. Ich hoffe, das kommen auch Leute und sagen, sie haben wegen meiner Videos und meiner Werbung jetzt hier ein Auto gemietet. Also wenn ich was hinzufügen darf, 80% der Leute, denen ich hier das Fahrzeug übergebe, welches auch immer, die kennen dich. Ja, wunderbar. Ja. Und die freuen sich auch immer, wenn sie das Fahrzeug kriegen, was du davor hattest zum Praxistest. Ah, super. Also wirklich, tatsächlich, der Schräg hatte den hatte er davor. Super, so muss es sein. Also alles hier mal eingeladen. Jetzt gucken wir noch ein bisschen hier rum. Schöne Halle. Du schickst mir noch ein Bild, wie es früher aussah. Das ist nämlich jetzt alles ganz toll hier. Gucken noch mal von oben runter. Mit Ladestationen überall natürlich. Da liegen schon die Winter- und Sommerreifen oder je nachdem. Nur Sommerreifen, wurden alle schon gewechselt. Ah, cool, wir sind ja schon im Oktober. Guckt hier. Könnten wir auch richtig schöne Events hier machen in der Halle, ne? Oh ja. Mit da oben, mit hier Galerie, jetzt fällt man auch nicht mehr runter. Vorher war ja keine Absperrung hier, da war es etwas gefährlich. Ja, aber wo ist denn dein Büro? Hier ist doch gar kein Büro. Hier ist ja alles leer. Okay, machen wir. Da drüben hat es noch einen Wintergarten. Richtig. Das ist noch ganz viel cooler. Was war das hier vorher für eine Firma? Ah, das war eine Landmaschinenfirma. Rasenmäher oder sowas. Richtig, genau. Und hier ist noch Baustelle, aber da kann man noch was draus machen. Guckt euch das an hier. Toller Wintergarten. Mit Aussicht. Boah, nicht schlecht. Wenn er hier weiterläuft, so, dann kommt er da ins Büro. Die Schaltzentrale. Boah, hier sogar mit Empfangstheke und Flyern. Und dahinter sitzt der Chef. Da hat sogar einen Ventilator. Cool. Ja. Hier seht ihr, Flyer gibt es auch. Haben wir noch den unteren Teil vom Eventgarten hier. Guckt euch das an, da könnte man noch was machen hier. Das ist ja cool. Und da kann man da hochlaufen. Boah, coole Sache hier. Next Move in Bernhausen. Richtig. Stuttgart, hinterm Flughafen. Habt ihr jetzt gesehen, wenn man hinkommt. Guckt mal vorbei. Also die Flyer nehmen wir gleich wieder mit hier, falls einer fragt. Wunderbar. Also Micha, was hast du denn hier so am Standort für Autos eigentlich gerade so? Also die gängigsten auf jeden Fall, vom Nissan Leaf bis zum Renault Zoe, über den Opel Ampera. Gut, da sind jetzt zwei leider weg, aber da kommt wieder Nachschub. Da steht noch einer, der blaue. Richtig, aber ohne Kennzeichen leider. Oh. Der ist schon verkauft. Dann von Tesla Model S bis zum Model X in verschiedenen Farben und Varianten. Da kommen wir nochmal, wenn das Software-Update drauf ist, dann muss ich nochmal einen ausleihen. Richtig, der 100D hatte es noch nicht, genau, aber da ist das. Nee, der hatte kein Update. Das Update ist, glaube ich, noch bei keinem drauf, ne? Nee, das dauert. In Deutschland, das dauert noch, genau. Ja. Aber dann brauchen wir nochmal einen zum Testen. Richtig, dann kommst du wieder vorbei. Ja, das war's eigentlich schon. Und du hast auch, wo war ich? Ich hab doch gerade gesehen. E-Golf, Smart haben wir noch. Smart, genau. Genau. Smart 4-4, ne? Richtig. 4-2 hast du nicht. 4-2 leider nicht, nein. Aber 4-4 kann man 4-4 auch ausprobieren. Genau. Also, guckt mal vorbei oder auf der Homepage. Kann man ja auch direkt einen Anfragewunsch machen oder anrufen. Ne? Oder vorbeikommen. Und vorbeikommen kann man auch, genau. Ja. Also, wird das alles hier fertig. Ihr seht es da hinter uns. Ja, richtig dann schick geworden. Vielen Dank an dich. Gerne, gerne. Danke und für den Besuch. Bis zum nächsten Mal. Gute ne? Fahrt. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Was man auch immer mitkriegt, ist natürlich der Ladeziegel für 230 Volt und ein ordentliches Typ 2 Kabel für Ladesäulen, wo kein Kabel dran ist. Das kriegt man auf jeden Fall. Ansonsten ist ja an den Ladesäulen ein CCS-Stecker auf jeden Fall dran. So, und da rollen wir mit dem neuen Auto weg. Vielen Dank. Tschüss.